Hey Leute und willkommen zu mal wieder auf meinem Kanal. Heute sind wir auf dem Tomira.net Server und spielen gleich eine Runde Bed Wars hier. Und ich habe ein kleines Thema am Start, und zwar wie es jetzt mit der WrestlePizza.de Domain aussieht und dem Fake-Server, den ich im letzten Video erwähnt habe. Falls ihr das letzte Video noch nicht erwähnt habt, schaut es euch unbedingt an, sonst fasse ich es vielleicht gleich ganz kurz auch nochmal zusammen. Und ja, wie es jetzt damit aussieht und so weiter, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Viel Spaß! So Leute, wir sind jetzt hier direkt in der Runde Bed Wars und ich fange jetzt einfach mal sofort mit dem Thema an, einfach nur, weil sonst wahrscheinlich ein bisschen Hate geben würde, keine Ahnung. Also viele wollen halt nicht, dass ich direkt irgendwie mit einem anderen Thema loslege, sondern wollen wahrscheinlich erst den Titel hören und danach das andere. Ja, vom Titel geht es halt eben um meinen Server. Ich fasse eben das Video kurz zusammen, was eben für die Leute, die es jetzt nicht unbedingt direkt wieder anschauen wollen, weil das ja, glaube ich, schon ein paar Minuten ging. Also ich fasse es einfach mal kurz zusammen. Und zwar wollte ich halt einen Community-Server machen. Der war schon mal eröffnet, dieser Community-Server. Das Ding war halt nur, dass er wegen starken Lecks und anderen Gründen geschlossen wurde. Oh mein Gott. Ja, das war nice. Das war auf jeden Fall nice, was ich da gerade getan habe. Und deswegen haben wir jetzt versucht, einen neuen Anbieter zu finden. Und bis wir eben einen neuen Anbieter finden, dauert es halt noch ein bisschen, ist ja logisch so. Also wir wollen halt jemanden finden, der uns den Server dann auch letztendlich sponsort oder zumindest teilweise sponsort. Und die Plugins und alles haben wir halt schon fertig. Das Ding ist halt nur, der Server wird auch noch eröffnen und er wird auch öffnen, wenn wir halt den Server haben. Also es dauert nicht mehr lange, wenn wir den Server haben, wird er eröffnen. Nur es ist halt eine Frage der Zeit, wann wir einen geeigneten Server-Sponsor finden. Wenn ihr da was habt, dann schreibt es auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und warum campt ihr die ganze Zeit beim, ja, typisch Steve eben hier? Naja, egal. Ja, also so viel eigentlich nur zu diesem Thema und deswegen, also dann wir hatten halt eben den alten Server, der halt wegen starken Lags geschlossen ist und der wurde dann letztendlich weiterverkauft. Die Domain von unserem Server lief aber immer noch auf den alten Server. Und da den Server hat zufällig jemand gekauft, der mich dann auch irgendwie kennt und hat dann entschlossen, ja, oder hat halt letztendlich rausgefunden, dass die Domain hier eben auf diesen Server geleitet wird und hat sich dann dazu entschlossen, einfach mal eben den Server so zu nennen und einfach mal den Server zu faken. Dann haben die noch irgendwelche Lügen erzählt, so dass die mich angeblich gefragt hätten, ob die den Server so nennen würden. Dann haben die wieder gesagt, dass sie mich nicht gefragt hätten. Also Lügen überlegen, Lügen letztendlich. Da habe ich aber noch mehr im letzten Video zu ja, erwähnt. Und das Ding ist halt eben, dass Igler und ich, also Igler müssten eigentlich die meisten Leute von euch auch kennen, oder zumindest ein paar, die aktiv Zuschauer sind. Wir haben halt eben die Einlogdaten der Domain vergessen und auch wer der Anbieter war von der Domain. Denn dann haben wir halt eben, ich habe halt eben mit dem Typen da geredet, mit dem Owner, das war mega das Kiddy, also der war wirklich überhaupt nicht bereit, irgendwie auf Kompromisse einzugehen, war überhaupt nicht bereit, den Namen zu ändern, weil ich habe halt so gesagt, ja sorry, wir haben halt die Einlogdaten und alles vergessen, wir haben es uns irgendwie leider nicht aufgeschrieben. War ein bisschen blöd gelaufen, kannst du das vielleicht doch irgendwie ein bisschen ändern und so. Und er hat dann halt eben so gesagt, nicht mein Problem und so. Wurde dann letztendlich auch ein bisschen beleidigend, war eigentlich relativ lustig. Ich habe auch ein bisschen begonnen, ihn zu trollen, jetzt nicht richtig. Also ich habe das Gespräch ein bisschen in die Länge gezogen, so dass ich ihn ein bisschen getrollt habe. Wollte das eigentlich erst auf YouTube hochladen. Also falls ihr es trotzdem noch sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare und lasst ein Like da. Dann bringe ich das vielleicht doch noch mal, muss ich mal schauen. Ja, jetzt ist halt eben das Ding, dass wir dann doch den Anbieter noch mit nach langem Recherchieren gefunden haben. Und das Gute war eben, dass die Einlogdaten durch Google Chrome eben noch gespeichert wurden auf der Seite. Das heißt, wir haben zum Glück jetzt noch dank Google Chrome die Einlogdaten gewusst und Igler wusste die dann auf einmal auch irgendwie wieder, weil ich ihm die Mail gesagt habe und dann wusste er irgendwie auch wieder automatisch das Passwort und so. Und das Gute war jetzt halt eben, dass wir dann wieder die Einlogdaten hatten. Wir haben dann direkt alles rausgelöscht und haben jetzt eben die Domain auf Playinfinity geleitet. Das heißt, wir haben jetzt die Domain wieder und die leitet momentan auf Playinfinity. Einfach aus dem Grund, weil wir in der Zeit, also ich möchte halt in der Zeit, wo mein Server noch nicht eröffnet, will ich halt eben Playinfinity so lange damit unterstützen. Und wenn ich dann den neuen Server habe und mein Server auch sich langsam der Eröffnung nähert, dann will ich halt die Domain wieder auf meinen Server leiten. So. Und in der Zeit, das eben noch nicht der Fall ist, will ich die Domain eben noch auf Playinfinity lassen. Weil Playinfinity momentan einfach mein Lieblingsserver ist und ich den momentan einfach sozusagen halt wenigstens damit noch supporten will. Also, ja. Was heißt wenigstens damit, ich supporte die auch mit Videos, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da will ich hier halt eben noch damit supporten, so. Das Geile, also was momentan auch so der Fall ist, Tomira.net ist halt eben so mein Zweitlieblingsserver. Da spielen wir auch momentan gerade drauf. Und Playinfinity ist halt eben mein Lieblingsserver, deswegen habe ich die Domain jetzt auch anstatt auf Tomira erstmal auf Playinfinity geleitet. Ich hätte die auch auf Tomira leiten können. Ja, also zwei wirklich coole Server, Tomira.net und Playinfinity sind wirklich, wirklich coole Server und ja, auf Tomira.net, wo ich jetzt hier auch gerade drauf spiele, wird halt eben hauptsächlich Skype-VP und so weiter, ich konnte den gerade nicht hitten,
wird halt hauptsächlich Skype-PvP und so weiter gespielt und nicht so viel Bed Wars, deswegen könnt ihr auch unbedingt mal auf diesen Server draufstellen und auch mal ein bisschen Bed Wars spielen. Also die sind meistens mal so zwischen 150 und 200 Leute online. Und das ist halt so mein Lieblingsserver mit Playinfinity, also Playinfinity so mein Lieblingsserver und danach kommt dann eben Tomira.net. Deswegen werde ich hier auch hauptsächlich meine Videos aufnehmen. Und ja, wie gesagt, die Domain leitet jetzt eben erstmal auf Playinfinity und wir haben die Domain wieder, alles gut. Ja, also die einzig wahre Domain, der einzig wahre Server ist jetzt nur noch restenpizza.de. Das heißt, wenn mein Server bald eröffnen wird, könnt ihr nur über restenpizza.de joinen. Also speichert es euch vielleicht schon mal in die Liste ein. So, ich meine, das bringt euch jetzt eh nichts, weil euch dann Playinfinity indirekt in die Liste einspeichert. Aber so wisst ihr halt eben immerhin schon mal die IP. Also dann habt ihr immerhin schon mal die IP eingespeichert und dann seht ihr ja direkt, wenn die auf den Server geleitet ist. Soviel zu dem Thema auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann reden wir gleich nochmal ein bisschen was zu Tomira.net. Und zwar habe ich mich jetzt dort für den YouTuber Rang beworben und ich sollte jetzt hier noch ein Video hochladen, damit ich den Rang auch bekomme. Manche Leute beschweren sich ja, dass ich, oh mein Gott, wir werden so verkacken. Ja, wow, wir haben verkackt, Leute. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal in einer kurzen anderen PvP-Runde wieder. So, Leute, wir sind jetzt hier nochmal in Knockit. Dann zeige ich euch das jetzt einfach mal ganz kurz. Das soll jetzt auch keine richtige Servervorstellung werden, sondern ich wollte jetzt einfach mal ein Bed Wars-Video davon bringen. Und jetzt habe ich halt einfach nochmal Knockit hier gebracht, damit ich eben noch so das Thema abschließe. Und zwar haben sich ja manche beschwert, dass ich auf vielen Servern den YouTube-Rang hole. Das Ding war halt, dass ich früher wirklich, wo ich noch ein bisschen kleiner war, auf mehreren Servern mir den Rang geholt habe und auch davon Videos gemacht habe, weil ich einfach unbedingt diesen YouTube-Rang haben wollte. Ich wollte immer diesen lila Namen haben. Momentan ist es bei mir so, dass ich nur noch auf größeren Servern, die auch gut programmiert sind, mir den Server hole. Das heißt, ich habe jetzt nur noch auf Playinfinity und Splash MC den Rang, wo ich auch wirklich aktiv spiele. Ich habe wahrscheinlich noch auf ein, zwei Servern, die kleiner sind, den Rang, aber auf denen ich schon längst nicht mehr spiele, so, also, ja. Das bringt mir dann eh nichts, also Playinfinity und Splash MC sind so die, Splash MC habe ich leider nur Premium Plus bekommen, aber Playinfinity und Splash MC sind halt eben so die einzigen Server, wo ich noch wirklich aktiv drauf spiele, wo ich dann auch einen Rang habe. Und ja, so viel eigentlich nur zu diesem Thema, Leute, oh mein Gott, ich bin gerade extrem scheiße. Ich sollte auch mal meine Rettungsplattform einsetzen, warum setze ich die eigentlich die ganze Zeit ein? Und ja, also wenn ich dann vielleicht hier auf Tomira den Rang bekomme, dann sind es halt drei Server, die auch bei alle etwas größer sind, wo ich den Rang bekomme. Also alle haben so über 100 Spieler und von daher kann man da auf jeden Fall mal drüber hinwegsehen und von daher passt das doch, denke ich mal. Und ja, Leute, ich musste gerade ganz kurz in meinem Zimmer gucken, weil ja, mein Dad gerade nach Hause gekommen ist. Yes, yes, okay, Spaß. Naja, gut, also so viel zu diesem Thema, Leute. Domain habe ich wieder. Ja, wegen Tomira.net wisst ihr jetzt auch Bescheid. Also Tomira.net und Playinfinity werden jetzt so zwei Server sein, auf denen ich wirklich aktiv mal aufnehme. Tomira.net wird vor allem auch fürs Gameplay mega geil werden, weil ich dort halt dann öfters auch mal Knockit aufnehme. Ihr seht ja, wie geil das hier ist, also mit den Kids. Ich kann euch ja gleich nochmal die Kids zeigen. Und das ist halt mega, mega geil irgendwie. Und wenn ich dann Live-Commentary, nenne ich es jetzt einfach mal, aufnehme, dann werde ich halt hauptsächlich Bed Wars bringen, weil ich halt eben Minigames-YouTuber bin. Als Gameplay mache ich dann meistens mal so FFA-Spielmodi, aber ja, so als Live-Commentary bringe ich ja nicht irgendwie jetzt hier Knockit oder so, das bringe ich jetzt ja gerade nur, weil ich mein Thema abschließen will. Und ja, deswegen, also so viel zu diesem Thema, Leute. Wenn ich jetzt gleich sterbe, zeige ich euch noch einmal die Kids, die es gibt. Und ja, so viel zu diesem Thema, Leute, auch wenn die Aufnahme jetzt ein bisschen verplant war, verzeiht mir das bitte. Das Ding ist, es ist gerade spät abends und ich brauche jetzt auf jeden Fall noch ein Video oder will auf jeden Fall noch ein Video jetzt bringen. Ja, müssen muss ich es natürlich nicht oder wegen Geld und so mache ich das jetzt natürlich auch nicht, sondern ja, ich will einfach noch ein Video raushauen, ich will einfach aktiv bleiben. Und ja, ich habe jetzt zwar am Mittwoch einen Stream rausgehauen, aber ich will jetzt unbedingt noch, ja, dass das Video hier auf jeden Fall dann ja, spätestens am Freitag kommt. Ja, vielleicht gibt es übrigens heute noch einen Stream, also, oder vielleicht gab es heute schon einen Stream. Ich denke mal, es wird dann einen Stream gegeben haben. Ich lade das meistens dann immer nach dem Stream hoch, die Aufnahmen. Und ja, soviel zu diesem Thema, Leute. Ich habe heute auch nur bis 11 Uhr Schule gehabt, also am Freitag. Ja, also ziemlich, ziemlich chillig so. Ich habe halt immer alle zwei Wochen nur bis 11 Uhr Schule und die andere Woche immer nur bis 12.45 Uhr, also ziemlich chillig. Und ja, soviel zu diesem Thema, Leute, bevor ich mich jetzt hier noch 20 Jahre verquatsche. Ja, das ist von diesem Video, Leute. Joint mal auf Tomira.net und Playinfinity.net. Ja, zwei ziemlich, ziemlich coole Server, meine Lieblingsserver momentan. Und ja, das ist vom Video, Leute. Lasst ein Like da, haut rein und ciao.